Auftragsarbeit. Ah, jetzt haben wir hier B+ teilweise sogar schon. Okay, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir weiter unsere Adventure, das ist eher Erwachsene, das wissen wir schon. Untergenre. Adventure, Action-Adventure, ne? Hauptthema ist Flugzeuge. Piraten. Ah ne, das ist ja nicht ein eigenes Spiel. Was mache ich hier eigentlich? Das brauche ich alles gar nicht. Das kostet alles viel zu viel. Wir machen Flugzeuge und Adventure. Obwohl Action-Adventure finde ich ganz gut. Kostet das mehr? Ne, kostet nicht mehr. Alles gut. Never mind. Nur in einer Sprache. Haben wir? Gar keine. Wir haben gar keine Erfahrung. Ne? Also lasse ich alles erstmal default. Das kommt auf der Konsole. Das heißt, es kriegt einen Controller-Support. Secrets machen wir voll. Und das machen wir voll. Piratenflugzeuge, genau, Chat. Piratenflugzeuge. Das lese ich nicht, Digga, ist viel zu viel. Naja. Was soll's, Digga. Also, aber auf 40. Rennspiel. Action. Wir holen mal Action ein bisschen raus. Autos, wissen wir, dass es gut läuft. Flugzeuge können wir noch machen. Haben wir nicht einen Spielbericht, der Rennspiele macht, aber nicht Action, ne? Ist das auf dem PC? Ja. Pausefunktion und Sidequests holen wir uns mal. Geiler Comment und da wundert man sich, dass die Leute AfD wählen. Genau, wegen einem Kommentar im Chat wählen die Leute AfD. Das stimmt. Der Kommentar war: Get fucked. Ganz schön snowflakeig dafür, dass die ganzen Snowflakes ja die ganzen Snowflakes sind. Ich mach mal im Flur, weil die hier so lang gehen, eine Heizung rein, ne? Oder zwei, besser gesagt. What the fuck? blöden Linken. So, endlich ein Spieletester. Dankeschön, abbrechen. Auftragsarbeit, was haben wir denn noch? Wir haben hier ein großes B-Spiel. Das ist das erste davon, glaube ich. Wir kopieren natürlich einfach unsere Herangehensweise. Ich
mal ein Action, Geschicklichkeits-Action-Spiel. Das ändert natürlich jetzt ein bisschen die diese Hauptsituation. Controller brauchen wir. Und wir gehen noch in die Pause-Funktion rein. Ja, ich lasse das mal so, wie es ist. Ich glaube, ich brauche aber 5 Features für so ein Spiel. So. B ist immer 5 Features. Da kriegt man ja auch ein bisschen mehr Geld tatsächlich. Alle Sprachen deaktivieren, nur Deutsch. Ich finde Thema Politik als Content Creator überhaupt nicht anstrengend. Das sind nur anstrengende Leute. Aber ich selber, ich finde das nicht anstrengend. Ah, Tastatursupport. Ist sowas doch ein PC oder was? Hä? Mal gucken mal, ob wir es hinkriegen. Ja, wer tut denn nur schaut, ist ein Trottel. So, das wollte ich nochmal abschließen, bevor ich ihn rausgeklatscht habe. Was will der denn von mir? Komische Leute, oder? Denkst du dir nichts Böses dabei und kommt irgend so ein dahergelaufenes Schneeflöckchen daher? Ich habe in anderen Streams wurde mir übel zugesetzt. Ja, was willst du von mir, Digga? In allen anderen Streams wurde mir übel zugesetzt, dass mir das Schreckliches widerfahren. Bitte, hör mir zu. Ach, bleib mal ruhig, Digga. So, Spiel abgeben. Perfekt, 25 mussten wir machen und wir kriegen 240.000. So. So, und jetzt kommen wir so langsam in die B-Plus-Richtung. B-Plus, let's go. Ich brauche Geschicklichkeit, Action. Ach fuck, ich muss ja auch den Scheiß mal auswerten, oder? Okay, macht er gerade. Der haut die Aufträge aber raus. Aufträge sind insane. Also wer auch immer der war, der gesagt hat, Aufträge lohnen sich nicht, da gehe ich pleite. You don't know anything. 15%. You don't know anything. Geschicklichkeit, Action. Was ist denn da? Okay. 3,7 ist richtig. Jugendfrei, das heißt, es geht eher casual. Missionsdesign. Charakterdesign. Story runter. Innovation mal hoch. Zugänglichkeit mal hoch. Spieltiefe mal runter. Spiellänge. Mal so. Level Design machen wir mal hoch. So. Okay. So, let's go. Unsnatch Add-on? Gleich. Was ist denn hier los? Hat jemand in den Marketingraum gekackt oder was? Ah ja, da. Es ist hoffentlich nicht Urin.
Ah, Engine Features. Let's go. Dann können wir auch gleich eine neue Engine machen. Das nächste Spiel. Ich würde ein Strategiespiel. Push ich das nicht? Ich könnte noch ein Add-on rauspushen für. Alter, das verkauft sich ja immer noch. Ich sehe das gerade erst. Ich habe das gar nicht im Raum gehabt. Verkauft sich immer noch der Lachs. Aha. Das sieht sehr gut aus. Digga, ich produziere hier für die anderen Studios ja halbe Hits. Guck dir das an. Detective. Haben wir denn irgendwas, was so Denkspiel Detective ist? Ist nicht im Trend, ha? Ich lasse mal ein reines Denkspiel mit dem Thema Physik und Mathematik. Okay, 4. So, Story ist richtig, Charakterdesign ist nicht richtig, Spieltiefe, meh. Machen wir so. So. Müssen wir da irgendwas machen? Sidequests? Passwort-Saves? Ist das ein B-Plus-Titel? Oh, Erwachsene. Cheatcodes. Wenn es ein B-Plus-Titel ist, dann müssen wir mal mindestens 5 Features nehmen, Chat. Dann nehmen wir Secrets noch mit. Ohne Pausefunktion. Oh mein Gott, denn jetzt noch der Controller-Support. RIP. Machen wir Pausefunktion wieder weg. Nichts kriegst du geschenkt hier. Okay. Let's go. Ein Detektiv-Mathe-Spiel. Das Kassenschlager. Oh mein Gott. Oh Gott. Help me, Chat, help me. So, wir haben 8 Melonen. Leider kosten die Immobilien gerade doppelt so viel. Das heißt, ich würde jetzt nichts kaufen. Habe ich den Support schon? Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein Support-Studio hier, ein kleines. Ne? 1. Überfüllt ab 2. Na, dann machen wir. So, dann machen wir 2 Arbeitsplätze rein. Tür hier hin. Platz 1, 2. Fenster haben sie nicht. Brauchen sie auch nicht. Das ist ein Bunker. Bleib mal ruhig. Medizinschrank. Eine Uhr. Damit man immer weiß, wie lange man im Kerker ist. Und eine Kaffeemaschine. Richtig und richtig. Ein kleines Pflänzchen hier. Vielleicht noch hier irgendwie hin. Ein Palmchen. Und es gibt einen bunten Teppich. Toll. Gut. Kopieren. Kopieren. So, dreimal der Support. Ich
Warte mal, nee. So, so das habe ich, das habe ich, das habe ich. Schön. Schön. Und jetzt brauche ich Büromitarbeiter. Büromitarbeiter. Haben wir nicht. Schön. Marketing bitte. Fachkräfte suchen. Bürokraft. Dankeschön. Der Teppich ist ja flippig. Ja. Das ist nicht das Einzige, was hier flippig ist. Kundensupport, Anrufe sind kostenpflichtig. Natürlich. Wer sind wir denn? Wir müssen eine neue Engine entwickeln übrigens. Noch ein paar Toiletten. Ja, vielleicht. Erstmal Marketing und Support hier. Wir machen jetzt hier einen Fanshop auf. Wir bauen die Toilette hier hin. Ach komm, Digga. So, dann noch ein Waschbecken. Zwei Waschbecken. Handtrockner. Einer für beide. Und eine Uhr, damit man weiß, wie lange man Toilettenzeit hat. Vielleicht noch eine Pflanze. Schön. Soll ja niemand sagen, dass ich hier irgendwas, an irgendwas spare. So, und die machen Fan-Kampagne. Kundenzufriedenheitsumfrage automatisch wiederholen. Die rufen die Leute an. Callcenter. Hm? So. Aber neueste Dünnschiss wegen Impfen. Nervt, wenn anders. Das heißt, nervt wen anders. No B. Weiß ich jetzt nicht. Was bringen die hier oben? Die Prozentanzahl, je höher das Ansehen, desto mehr Aufträge bekommst du angeboten. Zudem fällt die Vergütung höher aus. Ich habe sehr viele Angebote und bekomme dafür sehr viel Geld für diese jeweiligen Angebote. Ne? Das Game läuft immer noch. Wir machen mal einen großen Messestand mit einem Spiel. Und wir müssen eine neue Engine programmieren bald. So, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Das Spiel ist toll, tatsächlich hier. Und mein Ansatz hat funktioniert. Mein Ansatz hat funktioniert. So, ich würde dann auch anfangen, die Automatik hier mal zu beenden und wir machen den Add-on für das fertig, ja? Standalone. Das sollte gehen.
Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr von diesen Entwicklungsstudios bauen müssen. Zehn Melonen, Chat. 10 Melonen. So, das erste, was wir machen, ist, glaube ich, wir entwickeln die Engine weiter. Neuer Sound, neue KI. Oh, Kopierschutz gibt's jetzt. Personal Computer, oh, let's go. Wir haben einfach einen absoluten Hit programmiert, ne? Über 500.000 Mal verkauft. Immer noch im Verkauf. Seit, weiß ich jetzt gar nicht wie viel. So. Updates und Add-on von dem hier. Es wird ein Standalone-Add-on, das nennt sich Unsnatched Catch Me. Wir nehmen alles mit rein. Kojima ist immer noch der Dude. Kopierschutz kommt dazu. Sprachen kommen dazu. Und neue Features. Ah, können wir nicht. Das ist aber okay, das ist okay. Kopierschutz, so sieht's aus. Okay. Spielberichte. Nee, haben wir Fans? Unsnatched. Fans sind begeistert, sind begeistert. Okay, danke. Dankeschön. Dann würde ich sagen, bringen wir das doch einfach raus. So. Abbrechen. Kann ich nicht machen. Ich muss, glaube ich, Bugfixing machen. Dann muss ich... Das kann ich auch nicht machen, ich muss nur Polishing machen. Und hier auch Polishing. Entwicklung fortsetzen. So, ich würde sagen, bringen wir einfach raus. Ist nur eine 89. Aber das ist okay. So. Addon wird nochmal mitgenommen. So, das nochmal mitgenommen. Wir gehen mal auf eine A-Entwicklung. Ja, machen wir erstmal so. Kurzaufträge. Und das ist der, also diese ganzen Kurzaufträge, die ich bekomme, bekomme ich, weil ich das hier habe. 100% Ansehen bei Auftraggebern. Die geben mir alles. Und theoretisch bräuchte ich keine eigenen Spiele machen, sondern nur deren Spiele und ich würde trotzdem so viel Geld verdienen. Der Soundmitarbeiter legendär ist verfügbar. Moment. Hirujiro Habani. Soundartist. Den holen wir uns natürlich. So, wer ist hier der Schlechteste?
Schlechte Stimmung. Das ist mir doch egal. Arbeitet! So. Machen wir Mitarbeitereinstellung. Wir haben aber keine Crunch-Time oder so, ne? Nee, perfekt. Schön. Alter, wir machen jetzt 6 Millionen gleich. 6 Millionen einfach. Wir haben einen, also das ist ja krass. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel mit einem so früh entwickelten Videospiel gesehen. Das ist ja unglaublich. Krass. Und wir haben bis jetzt nur 2-3 Videospiele rausgebracht, ne? Der Rest waren Auftragsarbeiten. Expandieren. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie ich jetzt am besten weitermache. Ich plane eigentlich mehr so kleine Entwicklungsstudios zu geben, weil mir das die Flexibilität gibt, ein bisschen mehr zu machen. Support haben wir hergestellt. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Entwicklungsstudios. Also ich finde kleinere Büros sympathischer, weil die dann halt mehr Dinge gleichzeitig arbeiten können. Aber ich glaube, ich würde sie nicht mehr so, also ich würde sie jetzt nicht so klein bauen wie hier, sondern ich würde jetzt so 10er Büros hier hinsetzen, nebeneinander. Mehr Forschung wäre vielleicht auch interessant, ja. Lass uns mal kurz ein bisschen sketchen hier. Also, was ist denn, wenn ich hier so ein 8 Arbeitsplätze. 9. Hier sind 12 drin. Ich könnte hier ein größeres Entwicklungsstudio reinmachen und daneben ein großes Forschungskonzept, wo die Tür dann hier ist. Ich denke, das ist jetzt die Idee. Das heißt, ich setze jetzt hier ein Studio rein. Und hier hinten dann ein Forschungsstudio. Das snappt an. Forschung brauchst du nicht. Doch, ich habe das Gefühl, ich forsche zu langsam. Besonders, wenn es dann um die großen Sachen geht. So. Machen wir noch Bilder an die Wand, haben.
Oh Gott. So. So. Okay. Jetzt haben die hier unten ein bisschen mehr Platz. Und ich kann doppelt so viele Entwickler hier hinstellen. Irgendwer besonders? Sound Artist. Oh, wieder einer. So, was haben wir denn jetzt hier oben? Also wir haben hier drin Game Designer, Programmierer, Game Designer, Sound Artist. Wir brauchen einen Grafiker hier oben drin. Alter, die ganzen Wissenschaftler sind natürlich Bock gerade. Das ist natürlich perfekt. Alter, ich habe gerade den ganzen Arbeitsmarkt leer gekauft, glaube ich. Ich habe noch einen Wissenschaftler auf dem Flur. Ich hatte einen Wissenschaftler auf dem Flur.